und herzlich willkommen zum 146. City-Update auf dem Kanal Kasi Brickborn. Ursprünglich wollte ich ja hier unten an dieser Stelle weiterarbeiten, das heißt hier mit der Schiene weiter fortfahren bzw. den Unterbau machen und eine neue Baseplate einfügen, tue ich aber heute nicht, denn ich möchte gerne heute hier einen neuen Transrapid-Pfeiler und ein neues Schienenelement einbauen und auch so ein bisschen Gelände hier hinten weiter vorbereiten. Und damit fange ich jetzt an und zeige euch diesen Teil hier drüben, wie er jetzt dann vorbereitet aussieht. So, dieses ganze Areal habe ich hier jetzt fertig gemacht. Schon mal den Flusslauf bzw. Bachlauf angedeutet, eine funktionierende Laterne eingesetzt und das Kabel wieder verlängert. Und man sieht auch schon so ungefähr, wo vielleicht das Rapsfeld herlaufen soll, in dieser kleinen Vertiefung hier drüben. Naja, man sieht es nicht wirklich, aber es wird auf jeden Fall breiter werden. Ja, jetzt mache ich weiter und dann zeige ich euch wieder den nächsten Baufortschritt. So, ein weiterer kleiner Zwischenstand. Dieses Feld hier hinten habe ich soweit vorbereitet. An der Stelle, wo ein Pflänzchen hin soll, habe ich eine Lücke gelassen. Ihr seht, es ist keine kleine Fläche und es waren wieder viele Noppen und es war viel zu tun. Ja, und jetzt melde ich mich wieder beim nächsten Baufortschritt. Ja, ganz so lustig war der jetzige Zwischenstand auch nicht. Ich habe nämlich ein ganzes Töpfchen Raps gemacht. Das ist so einiges. Es waren ungefähr 80 Stück. Ja. Und die müssen jetzt alle schön hier erstmal aufgesteckt werden. Nehme ich euch einmal ganz kurz mit ins Speedbild, wie ich die ganzen Rapspflanzen hier setze. Jede Rapspflanze besteht ja aus 5 Teilen. 80 habe ich gemacht. Somit sind es insgesamt 400 Teile alleine für den Raps. Aber ich finde, in der Größe, das sieht richtig stark aus. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also eigentlich hatte ich das ja überhaupt gar nicht vor, dass ich hier das Rapsfeld heute mache, sondern ich wollte ja nur an dieser Stelle eigentlich die Grundierung machen und dann den Transrapid-Pfeiler bzw. Stütze und Schiene. Ja, das mache ich aber jetzt, fange aber dann erstmal an mit den Fundamenten, so wie hier auch an dieser Stelle. Jede Stütze braucht ein Fundament und das gleiche machen wir hier an dieser Stelle und an dieser Stelle. Ja, und damit fange ich jetzt an. Also, bis gleich. Hier nehme ich euch mal mit in ein paar kleine Mini-Baufortschritte. Hier bereite ich gerade die Sohle für das Fundament vor, ziehe so langsam die Fundamente auch hoch und das sieht sehr solide aus und ist auch recht stabil. Jetzt habe ich mir natürlich Folgendes gedacht, wenn ich es auf der linken Seite tue, komm, dann mache ich die Fundamente hier auf dieser Seite auch noch eben fertig. Was wir haben, das haben wir. Die Stütze jedoch werde ich nur für die linke Seite dann erstmal machen. Ja, hier noch das letzte Fundament eben kurz, auch wieder mit vielen kleinen Farbnuancen drin. Ich finde das richtig klasse. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Die 4 Fundamente, wie ihr seht, sind jetzt drin, auch hier wieder mit vielen 1x1 zwischendurch, um so ein paar verkommene Farbnuancen hier darzustellen. Ja, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Was meint ihr? Ja, jetzt mache ich auf jeden Fall die Pfeiler und natürlich auch die Schiene. Das ist jetzt das Ziel, aber nicht für beide, sondern nur für eine, denn ihr seht, es ist richtig viel zu tun und von daher würde ich sagen, meld mich wieder, wenn dieses Ding an dieser Stelle hier steht. Die Schiene, die ich eben gebaut habe, habe ich jetzt hier vorne auch sofort eingefügt und auch sofort fest verbunden, die Stützpfeiler dementsprechend eingefügt. Ihr wisst ja, dass dieses ganze System modular ist, das heißt, ich kann jede Stütze und jeden Pfeiler und jede Schiene hier entnehmen, um eventuell hier mal zu putzen, wie auch immer. Was sagt ihr denn zum heutigen Gesamtbild? Ich denke, ich habe ein bisschen was anderes gemacht, als ich ursprünglich wollte. Aber dafür ist das Rapsfeld da hinten fertig. Das lassen wir da ganz hinten in dieser Ecke noch gegen Null laufen, gegen die Wand. Ja, und ich denke, das ist eine tolle Sache so. Mir gefällt das insgesamt richtig gut, ein schönes Gesamtbild. Wir haben hier insgesamt schon, ob ihr es glaubt oder nicht, einen Quadratmeter tatsächlich hier schon in der neuen Stadterweiterung verbaut und gebaut. Also das ist schon richtig enorm, was hier passiert ist. Aber wir sind ja auch noch lange nicht fertig. Ich werde gleich noch einen kleinen Fahrtest machen mit dem Transrapid während oder in den Zugfahrten. Und das sieht, glaube ich, auch noch ganz gut aus. Also mir, wie gesagt, gefällt das für heute relativ gut. Ich bin über eure Meinung gespannt. Und wie gesagt, jetzt geht's erstmal weiter mit den Zugfahrten.
So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich habe mir gedacht, ja, wir gehen einfach hier unten an diese Stelle, machen mit dem Bachlauf weiter, begrünen das Ganze hier um den Pfeiler drumherum und auch hier hinten bis zum nächsten Pfeiler. Ich glaube, das ist eine gute Idee, die wir auf jeden Fall dann machen können. Und vielleicht auch hier am Rande dieser Gleise endlich mal fertig gestalten und mal gucken, was mir auf jeden Fall sonst noch einfällt. Ja, das war's für heute. Also, bis dahin. Tschüss.